Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3, The Wild Hunt, mit den Herzen aus Stein und dem Blut und dem Wein und Geralt, du musst was essen. Und wir müssen jetzt irgendwie hier den Berg runterkommen. Vorzugsweise ohne dabei zu sterben. Och komm. White Wolf. Die Wölfe haben mich schon wieder fast getötet, ey. Was ist denn hier mit den Wölfen los? Und keine Felle dabei. Na gut. Weg. Hoffentlich wartet da kein Kampf, sondern nur irgendein Gespräch oder so. Wäre ja mal cool. Banditenlager, war ja klar. Ja, komm, hilft nix, Geralt. Hilft nix. Hier ist der Gönner. Hallo! Ich kriege meine Zähne. Und wer von euch am besten kämpft, der ist. Auge um Auge. Ey! Schon mal von hinten. Ja, toll, Geralt. Dafür hast du jetzt ein Absud dir gegönnt. Diebestagebuch. Sevenia, ich habe endlos um 3 Tage zwischen den verdammten Wahlkadavern gesessen, aber von Stein find keine Spur. Entweder ist er auf die Felsen gelaufen oder er hat mich sitzen gelassen. Ich habe Anke gesagt, sie soll diesen Bastard aus dem Spiel lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wer könnte das Schwert sonst noch kaufen? Vielleicht sollten wir zurück nach Kertrolde, bringen. Vielleicht würde Kra nur lachen und die Sache vergessen. Weißt du noch, wie die Hütte stank, als diese Ratte hier hinter dem Bett der Eltern gestorben ist? Hier stinkt es noch schlimmer. Es ist kalt. Schreib schnell zurück oder besser noch, komm her. Ja. Toll. Dafür hast du dir einen Absud reingedrückt.
für die Lappen. Der hat noch was. Na gut. Dann auf nach Kertrolde. Quest abgeben und gut ist. Wir sind Level 30, ne? War da nicht irgendwas bei Level 30? Ich weiß nicht. Na gut. Darf ich dein Schwert halten? Plötze. Komm. Endlich ist diese kackte Quest zu Ende. Komm näher, Fremder, ist das? Tut. Eckiger Ochse. Ja. Komm jetzt. Olaf. Worum geht's? Ich hab hier ein Schwert. Ich bringe dir dein Eigentum. Coolio? Freya sei Dank. Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Walfriedhof. Frag mich nicht, wie es dahin gekommen ist. Lange Geschichte. Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen. Die stehlen nie wieder was. Deine Belohnung. Die hast du dir wirklich verdient. Und noch etwas von mir. Wenn du Coolio nicht gefunden hättest, hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen. Drei Erfahrungspunkte. Hammer. So. Wir dürften Level 30 sein. Bedeutet für mich, ich kriege neu equipped. Du bist nicht aus Nilfgaard, oder? Nilfgaard? Nee. So. Novigrad. Obwohl, Novigrad wollte ja. Wollte schon wählen. Wo ist hier die. Der Burgfräulein da ist, der Burgfräulein. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Mhm. Gut, dass uns... Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Yennefer nicht gesehen hat gestern. So. Johanna. Ehre, als schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Es geht um eine Hexerrüstung. So, wir sind frisch 30. Was haben wir denn hier? Überlegene Bärenhandschuhe. Ja, da fehlen natürlich die normalen, ne? Ja. Die hier kriegen wir beim nächsten Level. Gut. Auch kriegen wir beim nächsten Level. Bah. Schäbig, du. Der wird schlechter. Der wird schlechter. Nilfgaardische Wächterrüstung. Okay. 35% Durchbohrungsresistenz. Das ist schwer, ne?
Schwere hin das phallische Rüstung. 11 plus. Schwere Rüstung. Und hier mittelschwere. 100% Giftresistenz. 20% Durchbohrungsschadensresistenz. 20% Zerschmetternresistenz. 35 Aufschlitz. Igni, Quen. Tja. Einfach mal herstellen. So, was haben wir hier? Jut. Reparier mal. Leb wohl. So. Was hast du dir denn hier? Bah, sieht die Scheiße aus. Des Durchbohren. Aufschlitz. Prozent Elementarresistenz. Resistenz gegen Schaden durch Monster. Und ich habe sogar noch einen Platz frei. Jetzt wie Gronkh, das sieht optisch, sieht das scheiße aus, da benutze ich nicht. Tüt. So, was haben wir hier? Ne. Neckarstiefel. Jeden. Quen. Und was ist das? Axi. Zehner Axi. Quen. Igni. Quen. Gut ist das. Meine Herren. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Nimm mir den Schrott ab. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Blutschwert. Kannst du haben. Kannst du haben. Behalte ich. Kannst du haben. Kannst haben.
Langschwert von Skelliger. Kann's haben. Kann's haben. So. Das hässliche Ding kann's haben. Axi, Vitalität. Ja, komm, dann behalten wir die Vitalität, ne? Necker, Lederstiefel. Ich weiß nicht. Komm. Ist zwar eine kleine Questbelohnung gewesen. Es hat hier Neumondhosen. Na, die wollte ich gerne behalten. Axtkämpfer. Die wollte ich auch behalten. Gut. Lebe wohl. Leb wohl. Ja, Zwerg. Ich brauche einen guten Weg. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgegeben. Das hätte ich. Zuck, 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 zuck. Ich habe sogar noch Bolzen. Na gut. Nehmen wir trotzdem mit. So. Dann haben wir das. So, Quests. Was haben wir hier? Geht zum Auktionshaus. Naja, ich glaube, ich habe gesehen bei den Trophäen, dass man eine Trophäe bekommt, wenn man alles kauft, was in Auktionshaus verballert wird. Ne? Und da frage ich mich, ob meine 17.000 für sowas ausreichen. Dann wollen wir mal schauen. Eins von den Banditenlagern haben wir ja noch. Boah, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Jetzt haben wir wieder krass Schmerzen hier. Da wieder einer. Hier mit Scheiß. Pfeile. Oh, 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 oh. Jungens. Vorsicht!
Da ist noch einer. Ich mag Kuchen und Brot mit Schwarte. Hier, Hexer, Hexer! Allein habe ich keine Chance. Ist gar nicht deine Kack. Alle zusammen! Nee, nee, nicht. Bitte, bitte nicht alle zusammen. Ja, weiß ich. So viele wie ihr seid. Ewiges Feuer! Hier, Hexer, Hexer! Allein habe ich keine Chance. Leute mit Pfeilen schießen. Wo, wo, wo? Welch ein Tag! Welch ein herrlicher Tag! Wo, wo, wo? Da ist ja immer noch einer mit Pfeil und Bogen am Arbeiten. Wer ist denn das? Wow, 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 das ist er denn? Was sind das für Viecher? Sehe deine Tapferkeit, Bruder! Du sollst sterben! Zauberei! Wow, wow, wow! Was ist das denn?
Ey, Spinnewip. Was sind denn für Scheißviecher? Geralt, was hast du denn hier wieder gemacht? Komplett eskaliert bist du. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, ne, ob mein Scherbenschwert eventuell jetzt wieder eine gute Sache wäre, wenn ich das benutzen würde. Was soll ich hier eigentlich? Ach so, das letzte Ding finden, ne? Wieso haben die hier Spinnen? Steck mal weg. Aha. In einer fremden Sprache. Alles klar. Tagebuch eines Feuerschluckers. Ich war in Lokmuje. Ja, auf dem Treffen aller Treffen. Wir hatten uns dorthin aufgemacht, die Kollegen aus meiner Truppe und ich. Da wir wussten, dass dort ein Treffen der Mächtigen in den Ruinen stattfinden würde. Und immer, wenn sich die Großen versammeln, um eine besonders schwierige Angelegenheit zu besprechen, fallen für Männer wie uns und unsere Darbietung einigen Münzen ab. Denn die müden Münder müssen sich bei Gelächter und anderen einfachen Freuden schließlich wieder entspannen. Als Junge lernte ich bei meinem Vater, der mich mitnahm, damit ich vor Höfen und Versammlungen auf dem ganzen Festland jongliere. Und jetzt, wo ich selbst ein Feuerschlucker bin, erzähle ich den Jungs von dem Treffen, sobald ich wusste, was sich in Lokmuje zusammenbraute. Und wir kamen sofort mit unserem Wagen her. Ich bin kein Mann der Politik, aber diesmal konnte ich nicht weghören. Denn wie Temeria hatten gerade unseren König verloren und unsere Zukunft sollte bei diesem Treffen besiegelt werden. John Natalis war da, um unsere Interessen zu vertreten. Radovid ebenfalls. Zwar damals noch ein junger Bursche, aber der aber bereits die Stärken eines grauhaarigen Leitwolfs ausstrahlte. Dieser Wolf schien sich die Lippen zu lecken, als ob es sich beim Temerien um ein herrlich reifes Stück Aas handelte. Der Rest war langweilig. Viele Gespräche über den Aufstand in Aderin und die Anführerin Saskia, die sie die Jungfrau nannten. Aber ich hatte nie die Gelegenheit, diese Behauptung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Die Nilfgaarder hatten einen Gesandten geschickt, einen gewissen Sillat, und Magier waren anwesend, die davon sprachen, die Kammer und den Rat der Magier wieder aufzubauen. Davon bekam ich nicht viel mit, denn ich konnte meine Augen von den ungewöhnlich zahlreichen Bewaffneten kaum losreißen, die bei diesen friedlichen Gesprächen anwesend waren. In Stahl gerüstete Männer umklammerten ihre spitzen Waffen und schritten in den Höfen der Ruinen auf und ab. Radovid hatte sogar den ritterlichen Orden der Flammenrose mitgebracht, diese arroganten Schnösel, die jeden vermöbeln, der anderer Ansicht ist als sie. Obwohl wir reich entlohnt wurden, blieben wir nicht bis zum Ende, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickelten, sondern beluden unseren Wagen und verließen den Ort schnell wieder. Als wir den Pass erklommen hatten, blickten wir zurück und sahen eine tiefschwarze Rauchsäule über Lokmuje aufsteigen. Da ist aber da passiert, da. Leer hier die Hütte? Sieht so aus. Hier
Hier ist auch nichts mehr. Hier sind wieder Pfeile in der Luft. Ei. Diese Kackspinnen, ne, die waren echt fies. Wo kamen die eigentlich her? Die gehörten doch nicht hier dazu, oder? Ein Raubritter. Nicht gut. Hab leider Schnauze voll, Kollege. Tut mir leid. Befehle. Befehle für Ernst Golitz. Ernst hat dich vom Totenwald. Halt dich vom Totenwald fern. Dort gibt es jede Menge wilde Wölfe und aus dem Boden steigt ein ranziges Gas auf. Und vor einer Woche habe ich einige Männer dorthin ausgesandt, habe ihnen gesagt, sie sollten die Gegend auskundschaften, aber das war reiner Blödsinn. Wir haben die Ecke schon vor langer Zeit erkundet und wissen, der Wald ist eine Todesfalle. Deshalb habe ich meine größten Luschen zusammengestellt, die ihren Proviant nicht wert sind, und sie in den sicheren Tod geschickt. Ich weiß, du fragst jetzt sicher, was kann ein Idiot dafür, dass er ein Idiot ist? Nun, diese Nulpen können in einem Kampf ein gewaltiger Passivposten sein. Beim letzten Kampf gegen Radowitz' Truppen haben zwei dieser Schwachmaten im Eifer des Gefechts unsere Schildwappen übersehen und unsere eigenen Leute angegriffen. Da frage ich mich natürlich, ob es diese Flitzpiepen überhaupt jemals in den Wald geschafft haben. Ich will nicht hoffen, das sind die Viecher, die ich hier getroffen habe, diese Flitzpiepen. Oh, wir finden wieder jede Menge Schemata. Aber ansonsten ist hier nix. Schaffst du das, Geralt? Jo. Haben wir denn jetzt hier alles gelootet, was zu looten gab? Ich glaube fast schon, ne? Gib dem ofischen Kaufmann die Schemata zurück. Na gut, machen wir das. Plötze, wirklich, jetzt mal ohne Witz. Los, los. Bleib mal entspannt. Komm. Wir gehen nur zum Kaufmann und bringen ihm sein Zeug wieder. Ach, herrlich.
Boah, Plötze, ne? Wirklich, ohne Witz, ne? Du bist so ein blödes Pferd, ne? Stimmt denn mit dir nicht? Kamerad Schnürschuh. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Aha. Ich hab dein Zeug. Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. Nun, da ich Hilfe von einem Fremden in diesem barbarischen Land erfuhr. Nichts zu danken. Wirklich. Wie vereinbart, fertige ich dir Duplikate an. Das kann jedoch einen Tag dauern. Komm morgen wieder. Dann habe ich deine Belohnung bereit. In Ordnung. Bis morgen dann. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Haben wir schon. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist noch besser als der, den wir in der Kiste haben. Das ist so 600. Ist ja jetzt nicht allzu viel, ne? Kamerad? Kann ich dich denn hier für ein paar weiße Fell interessieren? Eisbärenfell, Hasenfell, Schweinehaut, Strickleitern. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Ja, du auch. Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen. Würdest du mir etwas anfertigen? Das ist voll fies, ne? Muskelkraft. Stirbt ein Gegner, auf den Achse gewirkt wird, wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen, okay? Ist jetzt nicht so prickelnd. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als schwer, finde ich auch nicht gut. Treffer mit Art verringern die gegnerische Ausdauer. Um 100% finde ich auch nicht. Gegner, die mit Igni in Brand gesetzt werden, wurden entflammen mit einer Chance von 100% andere Gegner in 2 Fuß Umkreis. Das ist gut. Rüstung. Die Rüstung lenkt alle Pfeile ab. Wow. Ablenkung. Rotation. Der Grundangriff mit Igni trifft alle Gegner in einem 360 Grad Umkreis. Das ist auch cool. Beim Eintritt in einen Kampf besteht eine Chance von 100%, dass du automatisch und ohne Verbrauch von Ausdauer ein Quenchschild erhältst. Ist auch geil, ne? Schutz. Wenn eine Erdenfalle einen Gegner trifft, wird an der Position eine Erdenglyphe platziert. Balance. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als mittelschwer. Gegner auf die Achse gewirkt wird, stehen mit jedem Schlag, den sie landen, 2 Sekunden länger unter Achse-Effekt. Okay. Ich hätte gern, alle Dinger gelten als leicht. Verzauberungsstufe 2. Finde ich schon gut. Na, vielleicht sollten wir aber auch den. Kamerad. Heft mal an und dann lass mich doch mal schauen. Guck, Hasser.
alles. Ja, komm her. Eine. Boah, was? Alter, du nimmst aber vom Lebendigen, ne? Kleiner, mieser Bastard, weißt du, der hat von mir so dick Kohle gekriegt, ne? Weißt du, dann sowas, ne? Wirklich, ne? Das ist dreist. Ist dreist. So. Was ist das hier? Rotation. Ich glaube, den möchte ich mal ausprobieren. So, und du? Was? Erhöht die Reichweite von Wirbel. Ach, das ist Verjüngung. Jeder tödliche Hieb, den du austeilst, stellt 100% deiner Ausdauer. Mhm. Tödliche Treffer mit dem Schwert generieren ein Adrenalin. Mhm. Boni von Rüstungsschmieden und Schleifschaden sind dauerhaft, haben wir schon. Verzehrte Lebensmittel regenerieren die Vitalität um 400% stärker, schmecken aber ausnahmslos nach Piroggen. Ja. Haben Adrenalinpunkte ihren Höchstwert erreicht, nehmen sie stetig ab bis zum Wert von 0. Bis dahin ist die Regeneration von Vitalität und Ausdauer erhöht und die eigene Vergiftung nimmt schneller ab. Nö. Finde ich alles nicht so witzig. Finde ich echt nicht so witzig. Wattensackgesicht, ey. Wattensackgesicht, wirklich. Habe ich das schon. Tja, brauche ich nicht gucken, ne? Haben wir gerade erst geguckt. Obwohl, ja, wir haben neue Sachen, ne? Boah, Hexenjägerschwert 31, ja, okay. Was fehlt denn da? Was ist das? Ein Stahlschwert, ne? Dunkelstahlbarren. Ja, ist gut. Zeig mir da. Lieber. Ja, guck mal, der kann alles, ne? Der kann Waffen und Rüstung. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Dunkelstahlbarren. Wo haben wir 30. Macht 41 plus Schaden, ne? Stahlwaffe. Hau mal rein. Danke. Bis dann. Chance auf Bluten, ne? Tja, nehmen wir. Ist gut. So, dann haben wir hier, warte mal, ja. Rüstungsdurchbohrung. Stahlwaffe, Rüstungsdurchbohrung, 30er. Ist jetzt, gibt schlechtere Sachen, ne? Was haben wir hier? Einfrieren, Angriffskraft. Ja, ich glaube, dann nehmen wir ja den Rüstungsdurchbohren. Gut ist das. Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. $73 zahlt er mir dafür. Pff. Ja, gut.
Neumondhosen. Ich fühle mich von dem Typen missbraucht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fühle mich von dem missbraucht. Der zahlt nicht gut. Weißt du, der kommt immer hier, mein Freund. Naja, weißt du, und dann sowas. Den behalte ich nochmal. Es ist nur bekloppt, dass ich... Mein Herr. Wie gewonnen, so zerronnen. Kohle schon wieder weg. Meine Herren. Danke. Bis dann. Tschüss, für Halsabschneider. So. Und bei euch bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye. Schlangenaugen.